Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und das ist eine Ausgabe, da haben wir ganz viele Highlights für euch am Start, denn wir beginnen mit der Besprechung des Films Es ist zu deinem Besten. Und da hatten wir niemand Geringeren als den Hilmi Söser persönlich im Interview, im Gespräch und konnten hier einige Fragen stellen. Das hat in dem Fall für euch gemacht die liebe Sarah. Und Sarah und Stu haben den Film vorab sehen können und für euch besprochen. Dazu gibt es dann noch so ein paar, wenn man so will, Einspieler zu dem Film und eben auch ja, Infos aus dem Interview. Das war ein tolles Gespräch, das wir leider aus technischen Gründen nicht vernünftig aufzeichnen konnten. Jedoch hat die Sarah eben Gedächtnisprotokoll erstellt und für euch das so ein bisschen zusammengefasst. Ich glaube, das ist ganz fluffig geworden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Besprechung mit diesen ganzen Extras da drin. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films The Lie und der läuft im Rahmen von dem Blumhouse-Special, wenn man so möchte, bei Prime Video gerade an. Den konnten wir ebenfalls vorab sehen. Wir sind in dem Fall erneut der Stu als auch der liebe Patrick. Die beiden haben den Film für euch auseinandergenommen und ja, auch bei dieser Besprechung sollte man vielleicht mal genau hinhören. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Unser Boden, unsere Erde. Ein Dokumentarfilm, ne? Den haben sich gegeben Steven und Java. Und ich weiß nicht, ob der gut oder schlecht ist. Ich weiß nicht, ob man hier was Neues erfährt. Weiß ich wirklich gar nicht. Und ich hoffe einfach, dass ihr mit der Kritik recht viel anfangen könnt und deshalb vielleicht gegebenenfalls sogar mal ins Kino rennt. Ich würde mich sehr freuen, in irgendeiner Form von euch Feedback zu bekommen, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Ihr könnt gerne auch mal gucken, ob ihr uns nicht bewerten wollt auf Apple Podcast, Facebook, Google Podcast, auf podcast.de, ja, und vielen weiteren Plattformen. Da kann man überall Podcasts bewerten. Bitte macht das mal. Täte uns voll gut und so. Ladies and Gentlemen, war mega geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, willkommen zum Telestammtisch, zur Besprechung des Films Es ist zu deinem Besten. Und weil heute ein schöner Tag ist und es eben zu meinem Besten ist, habe ich heute die Sarah mit dabei. Grüß dich, Sarah. Hallo. Sarah, wir beide sind in den Geschmack gekommen, diesen Film vorab sehen zu können. Vielen Dank an das Studio für den Screener. Und du hast im Vorfeld auch eine ganz besondere Person interviewen dürfen. Genau, ich hatte die Ehre und durfte Hilmi Söser direkt zu diesem Film einmal interviewen. Genau, und werde das versuchen, so ein bisschen hier mit einzustreuen in diesem Podcast. Ja, ich will ehrlich sein, ich bin neidisch, sehr sogar. Ich mag den guten Mann und dank dir weiß ich jetzt auch endlich, wie man ihn richtig ausspricht, nämlich dass das L stumm bleibt. Ja. Ja, wir wollten eigentlich da einen Audio-Podcast, also ein Audio-Interview machen. Leider ist die Technik nicht so, wie wir, naja, die hat halt versagt, aber wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Und wir werden jetzt auch den Herrn Söser jetzt keine, ja, fremden Äußerungen in den Mund legen. Ne? Genau, wir versuchen es alles so wahrheitsgetreu wie möglich wiederzugeben. Genau. Liebe Grüße gehen hier übrigens auch raus an Herrn Söser. Falls Sie sich den Podcast anhören, wie versprochen, hier ist Ihr Gruß. Ja, ja, und das Interview fängt auch gleich damit an, dass er sagt, die Sarah und der Stu sind die allergeilsten Podcaster auf der ganzen Welt. Ich möchte sie nicht missen. Vielen Dank dafür. Gut, fangen wir erstmal mit den harten Fakten an. Es ist zu deinem Besten, eine Komödie von Regisseur Marc Rotemund. Der hat zuletzt gedreht Dieses bescheuerte Herz. Und der Film startet am 8. Oktober in den deutschen Kinos. Wusstest du, dass es ein Remake ist? Ehrlich gesagt, nein. Ja, Bildungsauftrag. Aber du überraschst du mich jetzt. Ja? Ja. Ja, das ist eine spanische Komödie, die heißt, oh Gott, Es Por Tu Bien, die ist, glaube ich, in Deutschland auch gar nicht erschienen. Und die hat 2017 fast 2 Millionen Spanier in die Kinos gelockt. Den Film gibt es schon auf Spanisch, aber den gab es ja nicht hier in Deutschland. Und was einfach unheimlich rührend ist, ist, Väter mal von der anderen Seite zu zeigen, gerade in der heutigen Debatte über Mann- und Frauenrollenverständnis und so weiter, dass man mal erlebt, wie Männer irgendwie, was bei Männern los ist, wenn der größte Schatz, die kleine Tochter, selbstständig wird. Und das ist sowohl fürs deutsche Kino einfach erzählenswert und für mich als Schauspieler war das ja mit großer Lust und Laune einfach an so eine Figur ranzugehen. Kann ich verstehen. Also ich finde auch die Prämisse des Films sehr interessant. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich alleine den Trailer gesehen habe, weil ich gedacht habe, ja,
da wird sich der ein oder andere Vater wahrscheinlich dann doch nochmal gedanklich hineinversetzen können. Ja, genau. Väter, ein gutes Stichwort. Himi Sözer ist nicht der Einzige, der hier mitspielt. Wobei wir natürlich sicher sind, der Mann hätte den Film alleine getragen. Ist klar. Der kann alles. Absolut. Absolut. Wir müssen echt aufpassen, dass es hier nicht ausatmet, merke ich gerade. Ich halte dich im Zaum. Danke, Sarah, vielen Dank. Neben ihm spielen noch Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel mit. Und in weiteren Rollen sind noch dabei Janina Use, Lisa-Marie Potthoff und Jakob, oh Gott, Matschens. Ich bitte mich zu entschuldigen dafür. Ja. Hast du aber gut gerettet. Ja, danke. Ich, mit der Kraft von Himi schaffe ich das. Wir haben einmal den reich lebenden kapitalistischen zynistischen Vater Arthur, dann haben wir den rustikalen Bauarbeiter Kalle und ja, so eine Figur dazwischen, Familienmensch, der sich sehr in dieser Rolle auch, glaube ich, so ein bisschen verloren hat in der Zeit, Just, das ist so meine Figur, der sehr, sehr behütet oder sehr als Vater sehr behutsam mit seiner Familie und seiner Tochter umgeht. Das sind drei verschiedene Charaktere. Was ich aber toll daran finde, ist, dass bei allen dreien die Frauen die starke Figuren sind, und ich glaube auch für den Zuschauer, dass das Schöne ist, dass auch, glaube ich, viele Frauen eigentlich oder Frauen in erster Linie diejenigen sein können, die den Film, die ihre Familie mit in den Film nehmen, um einfach mal zu zeigen, wie das auch anders funktioniert und wie Männer irgendwie auch in ihrer inneren Not so verzweifeln können, dass es wieder lustig wird und das nicht in einem Drama endet. Dann halt. Du hättest nicht sagen sollen, dass er das hört. Da, jetzt wirst du etwa gerade nervös. Ich bin gerade total nervös. Ich bin gerade wirklich nervös. Aber weißt du, du kannst mir die Nervosität etwas wegnehmen, indem du mir und den Zuschauern sagst, worum geht's denn im Film überhaupt? Dieser Film, Es ist zu deinem Besten, ist eine Komödie über das Loslassen ein bisschen. Also es gibt drei Väter, drei Mütter, drei Töchter. Alle natürlich dann irgendwie miteinander entweder verwandt oder verschwägert. Sonst wäre es komisch, ja. Sonst wäre es komisch, genau. Und es geht darum, dass die Väter lernen müssen, loszulassen, weil ihre Töchter erwachsen werden. Wobei das sehr schön dargestellt ist, meiner Meinung nach, dass die Kinder eben nicht alle im gleichen Alter erwachsen werden, sondern in verschiedenen Punkten in ihrem Leben stehen. Also wir haben da die Jugendliche, die sich das erste Mal wirklich verliebt. Wir haben jemanden, der gerade 18 geworden ist, der so ein bisschen das Leben entdecken will. Und wir haben auch jemanden, der scheinbar schon ein bisschen älter ist als die anderen beiden und heiraten möchte. Und zu allem dreien sind die Erwachsenen, sind die Eltern noch nicht bereit. Insbesondere die Väter, was ja dann auch die Prämisse des Films ist, denn die Väter versuchen, ihre neuen Schwiegersöhne loszuwerden. Wir erzählen ja eine Komödie und dadurch, es wird ja nur dann richtig lustig, wenn man merkt, dass da wirklich ein Widerstand ist. Und hier ist es nur wirklich so, dass, glaube ich, beides zusammenkommt. Erstmal wirklich, dass sie grundsätzlich die Schwierigkeit haben, überhaupt sich vorzustellen, dass die Tochter flügge wird. Und gleichzeitig jetzt bei meiner Tochter dann wiederum aber auch Themen da sind, wo eigentlich grundsätzlich auch jeder Vater Schwierigkeiten hätte, das erstmal zu akzeptieren. Ja, es werden alle Mittel genutzt, die so eine Komödie zur Verfügung stellt und die sich nicht auswirken auf die FSK-Freigabe. So viel sei verraten. Ansonsten, glaube ich, muss man da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich will es gleich vorweg sagen, es war nicht mein Film. Es ist eine reinrassige Komödie und das bezieht auch die Figuren mit ein. Denn jede Figur, vor allem natürlich diese drei Väter, also die Hauptfiguren, sind wirklich überzeichnet. Und bitte jetzt nicht, also ich sage das jetzt nicht, weil der Herr Sözer uns zuhört. Liebe Grüße, ich mag sie sehr. Aber ich fand seine Figur, er spielt diesen Yusuf, heißt er, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, war für mich die einzige Figur, mit der ich irgendwie ja sympathisieren konnte, den ich charmant fand. Die anderen beiden Väter waren mir zu übertrieben. Und für mich ist es so, wenn ich mit einer Figur nicht connecte, wenn ich da irgendwie kein Charisma für mich entdecke, fällt es mir einfach unglaublich schwer, Humor anzunehmen. Und da das halt in den meisten, also in drei Viertel der Fälle nicht der Fall war bei Es ist zu deinem Besten, fiel es mir halt sehr schwer, wirklich da oft zu lachen. Wie ging es dir? Ja, also ich stimme dir zu. Gerade diese sehr stark überzeichneten Väter, das ist manchmal ein bisschen schwierig, sich da selber noch mit reinzudenken, aber ich glaube, also bei mir weiß ich auch nicht, ob das daran lag, dass ich einfach kein Vater bin und auch keine Mutter. Ey, Sarah, Wahnsinn, das ich auch nicht. Oh, Überraschung. Wir hatten so viel gemeinsam, Sarah. Ja, das ist aber auch etwas,
was auch bewusst so gewählt war. Also Herr Söser hat auch in dem Interview dann noch erwähnt, dass es halt bewusst so gewählt war, dass diese Figuren so sehr stark überzeichnet sind, um halt auch ja zu zeigen, so geht's halt nicht. Also die Figuren kommen ja auch im Laufe des Films immer wieder an ihre Grenzen. Gerade dadurch, dass sie so ein bisschen überzogen sind, auch ein bisschen amüsanter manchmal als vielleicht im echten Leben. Aber du hast recht, es macht es natürlich auch schwieriger, wenn man jetzt keinen Angriffspunkt hat, sich damit so wirklich zu identifizieren. Also ich muss auch zugeben, ich habe mich zum Teil manchmal eher fast mit den Mädchen identifizieren können, weil man dieses Erlebnis dann doch irgendwann mal hat, dass die Eltern auch mal loslassen müssen, wenn man einen ersten Freund hat. Ja. Ich glaube, was die ganze Sache noch verstärkt, ist, dass diese drei Väter überzeichnet sind, aber die anderen Figuren relativ auf dem Boden geblieben sind. Da wird zwar auch mal geschrien und angekeift und etc. pp., aber ich finde, dass diese drei Väter durch ihre Überzogenheit so sich da herauskristallisieren, dass sie im Prinzip alles andere um sie herum ja plattwalzen. Ja, so überschatten, ne? Ja, genau. Und ich kann verstehen, dass man diese Übertreibung wirklich bewusst gewählt hat. Und das ist auch klar, dass es bewusst gewählt worden ist. Und ich bin mir sicher, dass es da draußen viele Leute gibt, die das komisch finden. Da habe ich kein Problem mit, weil Humor ist halt immer eine schwere Kiste, ne? Ist klar. Aber es war halt einfach nicht mein Film. Das habe ich relativ schnell auch gemerkt bei der Sichtung. Ja, ich muss zugeben, ich hatte am Anfang noch drauf gewartet, dass so der große Lacher kommt. Also manchmal hast du ja so Komödien, wo du irgendwann so einen großen Lacher hast und dann geht es so Schlag auf Schlag. Ja. Ich glaube, mit der Erwartung sollte man vielleicht nicht sofort reingehen. Hm. Ich fand ihn schon amüsant, also ich habe ein paar Mal schon so so ein bisschen vor mich hingegackert. Aber es war jetzt nichts, wo ich irgendwie aus dem Bauch heraus laut gelacht habe und sich jeder gefragt hat, oh Gott, was ist denn da los? Hm. Das ist halt aber auch immer die Frage, ob das, also ich bin mir nicht ganz sicher, auch nach dem Interview, ob das Ziel war, weißt du? Ja. Ob das wirklich so das Ziel war, dass es so eine ich liege auf dem Boden und kann vor Lachen nicht mehr reden, Komödie ist, oder nicht doch auch mit diesem ernsteren Unterton einfach diese Themen auch mal verarbeiten möchte. Vielleicht haben wir einfach keinen Bezug zu diesem ernsteren Unterton, weil, wie du schon gesagt hast, weder du noch ich haben halt Kinder. Deswegen, vielleicht sieht man den Film an mit anderen Augen, wenn man selber Kinder hat. Und um das klarzumachen, es ist nicht mein Film, aber der Film ist weit davon entfernt, jetzt ein Ärgernis zu sein. Auf gar keinen Fall. Also ich habe schon Komödien gesehen, über die habe ich mich richtig aufgeregt. Also ich möchte jetzt hier nur mal Fuck You Goethe 2 und 3 erwähnen, wo ich halt wirklich aus dem Kino gekommen bin oder aus der Pressevorführung und wirklich jemanden anschreien wollte, weil ich es einfach unerträglich fand. Also das ist dieser, also Es ist zu deinem Besten, ist nicht so ein Film. Ich finde, das ist ein sehr kurzweiliger Film. Ich glaube, der kommt nach 90 Minuten wirklich auch direkt zum Abspann. Der hat wirklich da ist kein Gramm Fett zu viel dran. Der ist reduziert, der weiß, was er will, der geht straight seinen Weg und das ist ja auch schon was wert. Das fand ich auch ehrlich gesagt sehr angenehm. Hm. Ich hatte zwischendurch Angst, dass er irgendwie langatmig wird an manchen Stellen, weil es gäbe Potenzial, langatmig zu werden in manchen Szenen. Aber da hat er dann einen Cut gemacht. Da hat er gesagt, nee, ich habe hier meine Message gegeben, Zuschauer, denkt drüber nach. Genau, geht so, und verbreitet die Kunde. Genau, nächste Szene. Nächste Szene. Und das fand ich sehr angenehm. Ja, das stimmt. Die Darsteller sind auch wirklich gut. Also, wie gesagt, es ist überzogen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man merkt, dass vor allem Jürgen Vogel in seiner Rolle durchaus Spaß hatte, weil er ist hier so ein kleiner Choleriker, der auch mal auf wehrlose, aufblasbare Schneemänner draufhaut. Ist nicht okay, Jürgen, ist nicht okay. Aber sicherheitshalber kann man die Tür ja dann auch abschließen. Genau. Das war eine sehr lustige Szene tatsächlich. Da muss ich auch lachen, ja. Das macht unheimlich Spaß mit den beiden. Also es ist für mich auch immer wieder schön, wenn wir uns morgens begegnen und zu merken, das powert sich sofort gegenseitig an. Mit Marc Rothum und als Regisseur ist das sofort so eine gemeinsame Blase, wo wir merken, okay, was können wir da rausholen? Wo ist es gut? Was lassen wir vielleicht irgendwie doch fallen und so weiter? Also in der Konstellation traumhaft und wunderbar für mich und ich hoffe auch für die Leute. Ich finde es halt auch sehr schön, wenn man diese überzogenen Charaktere dann im Kontrast zu den doch teilweise sehr natürlich gehaltenen Charakteren hält. Wie du schon gesagt hast, in der Familie funktioniert das nicht so hundertprozentig, weil sie dann doch ein bisschen sehr überschatten manchmal an manchen Stellen. Ja. Aber gerade in diesen Szenen, wo sie dann mit so ganz außenstehenden Charakteren agieren, musste ich am meisten mitschmunzeln. Weil die dann ihre ganz natürliche Reaktion hatten auf Sachen. Ja.
und auch wirklich darauf reagiert haben, wenn es überzogen war. Ja. Das fand ich am schönsten an dem Film. Wobei, der Film wusste, dass er überzogen ist. Ja. Wobei, was ich interessant fand, während mir die Kinder von den, ich weiß die Rollennamen jetzt nicht mehr, also die Kinder von Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel, also nicht den echten Kindern, also du weißt, was ich meine, ne, in den Filmen, ja. Wo ich halt teilweise wirklich dachte, Gott, ey, die Armen, war es bei Yusefs Tochter eher andersrum, dass ich mir dachte, ach, der arme Mann, und wirklich so dachte, so, boah, dieses verwöhnte Balk. Ja, da habe ich auch gedacht, so, redet doch mal miteinander. Ja. Also, da bin ich auch sehr froh, wir sind da auch nochmal drauf gekommen im Gespräch und scheinbar läuft es privat etwas besser, wenn ich so sagen, sehr viel besser, als das im Film auch zum Teil überzogen wurde. Und was ich halt sehr schön an dem Film fand, was ich auch aus dem Interview erst gelernt habe, dadurch, dass sich die Schauspieler natürlich selbst mit ihren Figuren identifizieren konnten, sei es als Vater, als Mutter oder als Tochter, haben sie sich auch so ein bisschen selber mit eingebracht. Also das habe ich halt auch erst, hat mir dann der Herr Söse erklärt, dadurch, dass man sich halt so ein bisschen selbst auch da drin wiederfinden kann und auch in verschiedenen Charakteren wiederfinden kann, haben halt auch die Schauspieler dann noch ein bisschen mehr von sich mit einbringen können. Wahrscheinlich nicht gerade der Wutausbruch, aber das generelle Gefühl der Figuren, ja, kommt dadurch vielleicht manchmal auch noch ein bisschen realistischer rüber, als es ursprünglich vielleicht auch mal gedacht war. Ja, wie gesagt, es ist, ich kann mich da nur wiederholen. Ich hab halt relativ früh gemerkt, das ist kein Film für mich. Und der Film hat garantiert Qualitäten, die ich aber nicht sehen kann, weil ich da einfach auf diesem Auge vielleicht blind bin. Nichtsdestotrotz muss ich den deutschen Verleih Studio Kanal in der Hinsicht loben, weil sie den Film am 8. Oktober in die Kinos bringen. Und seien wir ehrlich, das ist eine Wohltat. Jeder Film, der jetzt in die deutschen Kinos kommt, tut dem deutschen Kino gut. Deswegen vielen Dank dafür. Und allgemein muss ich sagen, dass in dieser Zeit dieser Krise, die ja für uns alle durchaus eine Zäsur ist, finde ich, beweist das deutsche Kino echt Stärke, weil das deutsche Kino relativ früh wieder damit angefangen hat, Filme zu veröffentlichen im Kino. Und ich finde, da ist eine gute Vorreiterposition gefunden hat, wovon sich andere Leute, ich möchte hier vor allem Walt Disney ansprechen, eine Scheibe abschneiden sollten, weil ich liebe das Kino sehr und ich finde, es ist ehrenwert, dass man versucht ist, ja, am Leben zu halten, klingt das so ein bisschen überdramatisch, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, aber das stimmt schon. Also auch bei diesem Film stand es ja lange in den Sternen, ob er noch dieses Jahr rauskommt. Hm. Selbst die Beteiligten, aus guten Quellen weiß ich das, waren überrascht, dass er dieses Jahr noch rauskommt. Wo hast du denn deine Insider-Information, ja, Sarah? Komisch, ja. Komisch. Die Carla Kolumna des Telestammtisches, das ist der Wahnsinn. Kriege ich dann auch so einen tollen Roller? Nein. Oh. Genau, also das ist halt, glaube ich, gerade das Interessante auch an dieser volatilen Zeit. Einfach keiner weiß so wirklich, was kommt. Ja. Sei es die Schauspieler selber, die jetzt erst langsam wieder an die Sets dürfen, natürlich nur unter Auflagen. Sei es das Kino, das auch nur unter Auflagen wieder öffnen kann. Aber, wie du schon gesagt hast, es öffnet wieder. Mhm. Und auch die Studios, die jetzt wieder versuchen, ja, etwas ins Kino zu bringen, damit man auch etwas angucken kann. Und ich muss, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch dieser Film, das ist halt ein schöner, kurzweiliger Film, um mal wieder ins Kino zu gehen. Also ich glaube, der kommt auch gut auf der großen Leinwand an. Ja, also allgemein, jeder Film ist gerade wichtig, jeder Film zählt. Es klingt so ein bisschen wie im Krieg damals, jedermann zählt. Ne? Ja, genau. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt ist da auf jeden Fall drin, dass man da sowohl auf der lustigen Seite sich sehr gut wiedererkennen kann, auch als Kerl, dass man merkt, mein Gott, ja, die Gedanken kenne ich und gut, wir erzählen die lustig und ich hoffe auch sehr amüsant und als Familienunterhaltung, glaube ich, sehr gut geeignet. Aber man erlebt, glaube ich, auch die anderen Seiten, wo man merkt, oh ja, das ist nicht so einfach und da muss man irgendwie auch in der Figur und beim Spielen auch so eine Mitte treffen, dass man weiß, wir machen hier keinen Klamauk, wir erzählen aber auch nicht nur Drama, wir müssen das so dramatisch ernst spielen, dass die Komik trotzdem funktioniert. Naja, und ich hoffe, das gelingt uns gut. Und ganz ehrlich, das ist auch ein Film und es ist so nach diesem Motto gemacht für Jung und Alt. Also da findet ein 16-Jähriger bestimmt auch was, genauso wie seine 80-jährige Oma. Ne? Das ist, es ist auch eine Qualität, keine Frage. Und deswegen nochmal danke dafür.
eigentlich müsste man sich bei jedem Film, der sich in die Kinos wagt zu dieser heutigen Zeit, wirklich bedanken. Denn seien wir ehrlich, und das regt mich so ein bisschen auf, wie Gott, wir schweifen total ab, aber was soll's. Wie sehr dieser Tenet so in diese Messias-Rolle gedrängt wurde, wie das ist der Film, der das Kino rettet. Nein, also ja, der Tenet war wichtig und ist wichtig, weil er aufzeigt, ob es funktioniert oder nicht. Aber abseits davon gab es davor und danach noch viele andere interessante Filme. Und Es ist zu seinem Besten ist für mich persönlich kein interessanter Film, aber es ist ein Film und auch jetzt kein katastrophaler Film und der kommt ins Kino. Und das ist so weit gehen zu sagen, es ist ein guter Film. Was? Nein, würde ich niemals machen. Ich bin Kritiker. Nein. Nein, es gibt nur annehmbar. Nein, also weißt du, diese eine Szene bei Es ist zu deinem Besten, das war eine ganz miese Fellini-Referenz. Ganz miese. Was ich an dem Film halt schön finde, du kannst ihn mit der ganzen Familie gucken. Ja, für jung und alt. Ja. Also die Kinder werden was haben, wo sie sich auch denken, oh, diese Väter. Die Väter werden vielleicht manchmal grinsend da sitzen und sich denken, ja, so ist das. Und die Mütter werden da, glaube ich, eh sitzen und denken, ja, genau so fühlt sich's an. Ja, und wir beide ohne Kinder und ja, wir sitzen dann da und denken uns so, ja. Wir sind der Lehrer in der Einszene. Ja. So, Schulterzucken, ja, so ist es halt. So ist es halt, ja, kann man nichts machen. Was ich noch anmerken möchte bei den drei Hauptdarstellern ist, ich mag die und ich möchte gerne noch kurz erwähnen, warum ich die mag, weil ich finde, dass die ein unglaublich facettenreiches, Achtung Fremdwort, Oeuvre haben, weil die natürlich beheimatet sind in, ich nenne es mal, massentauglichen Produktionen, aber auch ganz oft versuchen, zum Beispiel Genrefilme zu etablieren oder mitzumachen oder wo sie mitmachen. Also Jürgen Vogel in Stereo, Heiner Lauterbach hat einen ganz wunderbaren Independent-Gangster-Drama namens Harms mal gemacht und Himi Sözer auch großartig, meine wissen, wo er angefangen hat mit Ballermann 6 und so. Und das kann ich gleich vorweg sagen, ich hasse Ballermann 6, tut mir leid, aber ich finde die einfach furchtbar. Und das muss ich ja auch noch loswerden, weil er hat ja gesagt, er hört's. Himi Sözer ist der Grund, warum der Telehorst, ist ein Spin-off des Telestammtischs, Telehorst heißt, wegen der wunderschönen Szene aus Bang Boom Bang, alles auf Horst. So. Ja. Heute kommen hier richtig Insider-Infos raus. Ja, also ich meine, Himi Sözer hat ja auch in dem großartigen Jericho mitgespielt, Christian Petzold. Also genau wie seine drei Kollegen ist der, finde ich, den sehr wandelbar. Und ich muss echt aufhören, weil es klingt gerade wirklich wie so ein Himi, wir lieben dich Podcast. Und das soll es ja nicht werden, denn wir sind Kritiker, Sarah. Ja, aber was ich auch im Gespräch sehr schön fand, wir sind so ein bisschen auf das Thema gekommen, Komödie versus weiterer Lebensweg sozusagen. Mhm. Und ich habe dann ganz naiv einmal gefragt, ob das denn gewollt ist, dass es so ein bisschen gefühlt, gerade von der Komödie, sich wegbewegen bei ihm. Und da wurde mir etwas erzählt, das würde ich gerne noch einmal mit allen teilen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das jedem in unserem Alter so bewusst ist und schon gar nicht den Jüngeren vielleicht. Und zwar, warum hat er denn in der Komödie angefangen? Und das war in den 90er Jahren. Das sieht man immer schön an den Filmografien und an den ganzen tollen Daten. Aber was bedeutet das denn? Das hat damals bedeutet, dass er als türkischer Junge, wie er das auch formuliert hat, gar nicht in so ernste Rollen reingekommen ist. Es gab immer nur die Rolle der Türke. Das war dann irgendwas, der Mann, der seine Frau schlägt, der Gemüseverkäufer, so diese Klischee-Rollen. Hm. Und in der Komödie hat er auch eine Klischee-Rolle, aber es ist mal ein anderes Klischee, sage ich mal. Es ist nicht das Klischee der Türke, sondern es ist das Klischee witzig und dann können wir uns weiterentwickeln. Ja. Und das fand ich sehr interessant, ehrlich gesagt, dass man sozusagen auch an den persönlichen Entwicklungen so ein bisschen sehen kann, wie sich vielleicht auch die Gesellschaft da weiterentwickelt hat. Einfach an den Möglichkeiten, die auch Schauspieler dann haben. Hm, ja. Gerade wenn sie heutzutage anfangen dann auch. Das stimmt durchaus. Ich habe auch mehrere Interviews gelesen mit Schauspielern, die halt gesagt haben, irgendwie meine Familie kommt gebürtig aus der Türkei und deswegen werde ich halt darauf reduziert, halt eben den Dönermann zu spielen. Ne? Ja, genau. Das kann natürlich schon sehr anstrengend sein. Und wir haben wirklich eine Menge großartiger deutscher Schauspieler, deren Familie ursprünglich aus der Türkei kommen. Ich bin großer Fan von Dennis Moschito, die Namen und ich, das wird heute nichts mehr, glaube ich. Und ja, aber wir wollten nur eigentlich über diese Komödie reden. Genau, eigentlich die Komödie. Ja. Wollen wir da vielleicht
Richtung Abschluss kommen, weil ich glaube, wir können hier noch sonst stundenlang über die anderen Themen reden. Ich dachte, wir wären noch einfach so nett und gehen einfach mal die Filmografie von Herrn Söser durch und sagen, wie großartig dieser Film ist und dieser Film ist und dieser Film ist. Genau. Aber das machen wir dann gerne bei unserem Himi Söser Special Podcast. Genau. Einladung geht raus. Nein, nein, die brauchen wir nicht. Das machen wir allein. Gut. Okay, also kommen wir zum Fazit dieses sehr interessanten Podcasts und sehr Himi Söser intensiven Podcasts. Welche Punkte vergeben wir denn heute? Was könnte man vergeben? Hunde, weil der Hund öfter mal vorkommt. Okay. Weil es ansonsten... Ich hätte jetzt Koks gesagt, aber gut, nehmen wir Hunde. Okay. Wir können auch Koks mit Hunden vergeben. Okay, Koks und Hunde. Kommt zwar nicht im Film vor, aber sei es drum. Genau, aber wenn man das auseinander dividiert, kommt es dann doch wieder vor. Genau, genau. Denn wir beim Telestammtisch sind dafür bekannt, auch gerne mal selbst Kunst zu fabrizieren, wie diese Punktevergabe jetzt. Also, liebe Sarah, du kannst vergeben 0 bis 5 koksende Hunde. Ich würde sogar 3,75 geben. Nee, halbe Punkte oder ja nicht. Oh, das ist jetzt gemein, das ist eine neue Regel. Letztes Mal waren... Ja, aber letztes Mal war das erste Mal, was wir gecastet haben zusammen und das war das noch Welpenschutz. Der ist jetzt vorbei. Oh, das ist ja schon das nächste Mal, sind nicht mal halbe Punkte. Nein, nächstes Mal heißt es dann nur 0 oder 5 Punkte, entscheide dich. Dann würde ich aufrunden. Ja, okay. Auf 4. Okay. Weil es ist ein schöner Film für alle, ja. Wenn er deinen Geschmack trifft. Ja, wie so bei den meisten Filmen auch. Ich gebe 2,5 von 5 koksenden Hunden. Wie gesagt, ich sehe, dieser Film hat durchaus Qualitäten. Ich sehe, was damit beabsichtigt wurde. Aber um es auf Neudeutsch zu sagen, it's not my cup of tea. Das ist, glaube ich, aber auch bei diesem Film. Also man darf, glaube ich, nicht mit der Erwartung reingehen, entweder eine filmische Neuinterpretation der Gesellschaft zu sehen. Wie gesagt, noch darf man davon ausgehen. Aber ich wollte einfach nur eine Neuinterpretation des Baader-Meinhof-Komplexes. Warum haben die das nicht gemacht? Oh, kannst dich gleich mal beim Regisseur melden. Genau. Geht so nicht. Lieber Herr Rosemunds, zum letzten Mal. Schön mal, dass dieses bescheuerte Herz dachte ich, es wird ein Baader-Meinhof-Komplex-Film. Wurde es nicht. Ich möchte genau. Nicht beschweren. Was kann denn das sein? Ja. Okay, ich glaube, wenn der Herr Söser das jetzt wirklich bis zum Schluss gehört hat, denkt er sich auch so, was für Vollidioten. Tut uns leid. Tut uns leid. Aber ja. Danke fürs Zuhören. Auch an die Leute, die nicht Himi Söser sind da draußen. Wir finden euch auch ganz okay. Wir haben euch alle lieb. Ja, jetzt übertreibt nicht. Man muss sich an die Leute hängen, die Credibility haben. Tja, unsere Zuhörer also. Ja, du hast auch wieder recht. Alles klar. Gut, Sarah, ich danke recht herzlich für deine Zeit und dafür, dass du mit Himi Söser dieses Interview gemacht hast, was wir euch leider nicht vorspielen können. Wegen der beschissenen Technik, aber so ist es nun mal. Und sage Tschüss und überlasse dir das letzte Wort. Vielen Dank auch für diesen tollen Podcast, den du hier so schön moderiert hast. Ich tue mein Bestes. Und euch allen einen schönen Tag noch, wann auch immer ihr das hört. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Delay. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Patrick oder Patrick? Muss ich jetzt mal ganz Patrick sagen. Eigentlich. Normalerweise Patrick. Ach verdammt, okay. Ich versuche mir das einzuhalten. Ja, Dom hat es auch erst gelernt. Ja, okay. Mit dem arbeite ich ja ein bisschen länger. Tut mir leid. Ich nenne dich immer Alles Patrick. Gut. Okay. Es tut mir leid, wirklich. Okay. Es wird emotional in dieser Besprechung. Es war alles nur eine Lüge, weißt du? Ja, es war alles nur eine Lüge. Ja, es geht um Lügen, es geht um Emotionen, es geht um Mord. Wir besprechen zusammen den neuen Amazon-Film The Lie. Das ist eine Blumhouse-Produktion und Amazon und Blumhouse haben sich zusammengetan für eine Art, ja, wie soll ich sagen, Anthologieserie. Es werden also jetzt in nächster Zeit 8 Filme kommen von Blumhouse, exklusiv bei Amazon Prime. Die ersten 4 erscheinen im Oktober und am 6. Oktober ist dann The Lie an der Reihe, den wir freundlicherweise vorab sehen durften. Ja, gut. Das könnt ihr schon mal so als Fazit nehmen. Ja. Oh Gott. Bevor wir uns aber ans Fazit trauen, lass uns ein bisschen über den Film reden und machen wir am besten den Anfang mit der Frage, worum geht es in The Lie? Und Patrick, hast du dafür die Antwort parat? Ja, also es geht um die kleine Kayla, die ist bei einem Ausflug und auf einmal hört man einen Schrei. Ihre Freundin ist verschwunden und Kayla gesteht ihren Eltern ernsthaft,
dass sie ihre beste Freundin mal eben umgebracht hat, beziehungsweise in einen kalten Bach geschubst hat. Und jetzt müssen die Eltern sich irgendwie rauswuseln, beziehungsweise belügen die Umgebung nach dem Aufenthalt der besten Freundin, beziehungsweise, ja, dass ihre Tochter halt jemanden umgebracht hat. Ganz genau. Die Eltern sind getrennt, der Vater ist Musiker, wird gespielt von Peter Sarsgaard, und die Mutter ist irgendwie Anwältin oder Staatsanwältin und wird gespielt von Mireille Enos. Ich habe das richtig ausgesprochen. Und was Interessantes ist, der Film wurde inszeniert und geschrieben von Vena Su. Das ist eine kanadische Filme- und Serienmacherin, die vor, ich würde sagen, 10 Jahren ungefähr diese Thriller-Serie The Killing gemacht hat, wo auch Enos und Sarsgaard mitgewirkt haben. Das heißt, es gibt so eine Art kleine Reunion. Das war auch mit der Grund, muss ich gestehen, warum ich den Film gucken wollte. Dann haben wir noch Joey King als Teenager-Tochter Kayla. Und ansonsten ist der Film relativ spärlich besetzt. Also es gibt keine weiteren bekannten Namen und vor allem... Ach, doch. Doch, gibt's noch einen? Nicholas Lear, der war bei Akte X damals Alex Krycek. Okay, bei Akte X bin ich raus. Ja, ich wollte es nur der Vollständigkeit erwähnt haben, den könnte man kennen, ist halt auch eher Serienschauern bekannt. Ja. Okay, gut. Siehst du mal, genau deswegen habe ich dich an meiner Seite, Patrick. Patrick, genannt. Ja. Ja, du belügst schon wieder alle. Ja, das ist verdammt. Ich komm aus der Nummer heute auch nicht raus, ne? Ach, Scheiße. Irgendwie nicht. Ah, blöd. Naja, auf jeden Fall, der Film ist, und ich, kannst du mir jetzt zustimmen oder nicht, ist schon relativ sehr begrenzt auf diese 3 Personen und die anderen Figuren tauchen hin und wieder mal auf. Ja, es ist eher kammerspielartig gehalten, aber ab und zu kommt eben Britneys Vater, gespielt von Cass Anwar, der dann natürlich nicht locker lässt und den es dann interessiert, wo denn die Tochter jetzt geblieben ist. Das interessiert uns auch. Die Antwort bekommen wir ja am Schluss. Die wollen wir hier nicht verraten. Trotz allem werden wir gleich, glaube ich, über den Schluss sprechen. Das versuchen wir so spoilerfrei wie möglich zu halten. Wir können auch erstmal unsere Gesamtwertung am Schluss abgeben und dann in minimalen Spoiler uns ein bisschen darüber ausdiskutieren. Ja, genau. Das ist nach einem guten Plan. Wie gesagt, Patrick, genau deswegen bist du hier an Bord. Was würde ich nur ohne dich machen? Na, schlimm. Ich weiß es nicht. Ja, also, es ist ein sehr reduzierter Film. Er geht auch nicht lang. Ich glaube, der Abspann ist so bei 90 Minuten, ist der erreicht. Der Film ist visuell sehr, ich würde fast schon sagen, monochrom. Also, im Prinzip gibt es nur 2 Farben, nämlich Grau und Weiß. Ja. Und ähnlich spannend und aufregend wie die Farbgestaltung erweist sich meiner Meinung nach auch der Film. Denn Gott, ist der langweilig. Sorry. Es ist halt auch die Sache, dass der Film zu einem Zeitpunkt kommt, wo wir Systemsprenger haben und Pelikanblut, wo sie deutlich härter und eindringlicher gezeigt haben, wie bedrohlich außer Kontrolle geratene Kinder oder Teenager sein können. Und dann wirkt der Film so ein bisschen wie so ein Abklatsch darauf. Ja, mich hat er tatsächlich erinnert an den Michael Haneke-Film Bennys Video von 1992, der natürlich eine ganz andere Herangehensweise an diese Thematik hatte, weil Michael Haneke, wer sich mit ihm auskennt, weiß, es ist jetzt kein Genrefilmer, sondern eher Autorenfilmer. Velay versucht schon so eine Art Thriller-Drama zu sein und versucht auch durchaus so Sachen anzusprechen wie Vertrauen, Vertrauensbrüche und natürlich auch Rassismus ist ein sehr großes Thema. Ich finde aber, dass diese ganzen Themen sehr selbstzweckhaft benutzt werden. Einfach nur, damit die Eltern halt eben sich noch weiter in die Bedrulle bringen. Es ist also so ein Kreislauf, weißt du? Es fängt mit einer kleinen Lüge an und dann kommt die nächste Lüge, die ist ein bisschen größer und so weiter und so weiter und so weiter. Einfach, um denen noch mal ein paar Probleme mehr aufzubürden. Genau. Einfach so der Stichwortgeber, damit sie noch ein bisschen mehr Grund haben, sich anzuschreien. Genau, das stimmt. Was ich auch ganz interessant, was heißt interessant, ist jetzt falsch ausgedrückt, Joey King, die kennt man ja aus Fargo, Kissing Booth und glaube ich, in den letzten Jahren hat sie in jenen Roland Emmerich-Film mitgespielt, spielt ja die Tochter Kayla. Und am Anfang dachte ich mir, okay, die ist so, die wird halt porträtiert als ziemlich verzogenes Girl. Aber dann hören sie damit auf,
der ihre Figur weiter auszubauen. Und dann ist es einfach nur so ein schmollender Teenager, die auch alles versucht, um ihre Eltern daran zu hindern, ihren Mord zu tun, also die, ihre Tat zu vertuschen. Was ich auch schon irgendwie dezent dumm fand. Ja, ja. Allgemein, das Ganze ist halt dezent dumm, weil, also, man kann es einfach als Unfall verkaufen. Es wäre gar kein Problem gewesen. Überhaupt nicht. Aber nee, also die reagieren ja schon so, also der Vater versteckt sich dann mit der Tochter dann hinterm Auto, weil da ein LKW vorbeifährt. Der LKW-Fahrer ist ja jetzt schnell durchgefahren. Gibt keine Zeugen, also das wäre so locker als Unfall durchgegangen, aber nö, man verstrickt sich da ein Drama und dann hast du so Szenen, ja, die Tochter will jetzt lieber ihren komischen Cartoon gucken, als den Vater zu beschwichtigen und zu sagen, ja, es war ein Unfall, also sorry, nee. Ja, diese ganzen Figuren, die wirken irgendwie so am Reißbrett entworfen, einfach nur für, die sind da, damit sie halt die Geschichte voranbringen. Und die Geschichte spielt halt, also ich würde sagen, nach dem ersten Akt gefühlt zu 80% noch in dem Haus der Mutter. Mhm. Da sieht es aber ähnlich trist und trostlos aus wie draußen. Und draußen ist es wenigstens ein bisschen verschneit. Das stimmt, ja. Es ist so, oh, der Film hatte wirklich gar nichts, wo ich sage, boah, das hat er jetzt überzeugend gemacht oder ja, das gebe ich ihm. Das war, entweder war es halt nett, aber wirkungslos oder halt vollkommen egal. Ich würde sagen, ich hoffe, dass Eltern nie in diese Situation kommen und da diese Empathie entgegenbringen, die vielleicht für den Film nötig wäre. Aber vielleicht ist man als Elternteil vielleicht da doch ein bisschen betroffener als wir jetzt, die ein bisschen zynischer rangehen. Ja, das stimmt. Das könnte durchaus sein. Aber trotz allem, ich kann ja nur jetzt von meiner Perspektive sprechen. Ja, ich doch auch. Das ist, siehst du, ach Gott, wenn ich dich nicht hätte, Patrick. Patrick, danke. Ach Gott, ey. Ah, das wird noch was. Ja. Ich würde sagen, was hältst du davon, wir kommen zum Fazit und dann nehmen wir mal den großen Twist auseinander. Oh ja. Yeah. Okay, gut. Dann fang doch bitte an. Wir brauchen noch, welche Punkte vergeben wir denn heute? Das ist jetzt... dann lass uns... schweres Wort. Inhalatoren. Inhalatoren, ja, genau. Ja. Gut, du kannst geben 0 bis 5 Inhalatoren. Puh. Also mit einem zugekniffenen Auge würde ich das Ganze als durchschnittlich bewerten, gerade weil dieser Schlusstwist dem Ganzen ja echt die Krone aufsetzt und man sich da richtig verarscht vorkommt. Mhm. Also dafür, dass das jetzt vielleicht der Startschuss für diese Blumhouse-Serie ist, bin ich relativ ernüchtert, also höchstens 2,5 durchschnittliche Inhalatoren. Okay. Ja, ich mach's ein bisschen drastischer. Ich kann dem Film vielleicht so gut halten, dass die Darsteller relativ gute Arbeit leisten, aber ansonsten hat der Film für mich absolut nicht funktioniert. Deswegen gebe ich nur 1,5 Inhalatoren von 5. Möchte aber noch was ansprechen, was ich total vergessen habe. Und zwar, es gehört ja zu diesem Welcome to Blumhouse, wie wir am Anfang gesagt haben. Und das wirkte auf mich sehr wie so eine Horrorfilmreihe. Ich frage mich ernsthaft, was Sly da zu tun hat. Weil, also Horror ist das nicht. Oder? Drama ist es auch kein wirklich gutes. Nee, also vielleicht wollten sie den irgendwie loswerden, weil der ist ja, glaube ich, schon 2018 schon abgedreht worden. Er wird hier auch als Psychodrama gelistet, aber da fehlt mir auch so ein bisschen diese psychologische Finesse, die sie da an den Tag hätten legen müssen. Hier vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ich habe ihn nicht gesehen, aber The Lie ist ein Remake. Und der Originalfilm kommt aus Deutschland und heißt Wir Monster. Das ist ein deutscher Independent-Film. Ich hoffe sehr, dass der besser ist. Und ich hoffe sehr, dass der nicht denselben Schluss hat wie The Lie. Und damit kommen wir jetzt zum Spoiler-Bereich. Also Achtung, Spoiler, der Patrick und ich, wir werden jetzt spoilern, nämlich den Schluss des Films. Und Patrick, du darfst jetzt erzählen, was ist der große Twist am Ende? Nachdem die Eltern den Vater aus dem Weg geräumt haben, damit die Tochter nicht mehr belastet ist, kommt auf einmal die angeblich verstorbene Brittany rein
und sagt, ja, ah, sorry, war nur ein Prank. Ich wollte einfach ein bisschen Zeit mit meinem Freund verbringen. Mein Vater hatte da so ein bisschen was dagegen. Ja, das wird Brittany jetzt freuen, dass ihr Vater jetzt nichts mehr dagegen sagen wird. Denn die Eltern von Kayla haben ihn ja totgefahren. Ja. Ey, ich dachte echt, die wollen mich verarschen. Also ganz ernsthaft, dann steht diese Freundin, die so auch, also die auch so gespielt wird wie so typische Teenager-Tussi, ja, so nach dem Motto, ich zuerst, alle anderen an dritter Stelle, und sagt so, ja, ich war nur ein paar Tage mal mit meinem Freund, so, kein Problem, die Kayla hat das mit mir gemacht. Ich denke mir, was? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich meine, vor allem, diese Kayla wird halt schon so ein bisschen egoistisch dargestellt, aber doch nicht so psychopathisch, dass ich sage so, okay, wenn meine Eltern jetzt die halbe Nachbarschaft umnieten, damit der angebliche Mord nicht aufgedeckt wird, dann ist das okay. Hauptsache meine Freunde kann mit ihrem alten, mit ihrem Kumpel lang ein bisschen abhängen. Das ist okay, so, ist okay. Was für ein Schwachsinn. Nee. Ja. Also das muss ich sagen, ich finde, der Film ist zumindest bis zum Ende noch einigermaßen glaubwürdig. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas schon mal passiert ist oder passieren wird. Und dann kommt das Ende und dann dachte ich mir echt so, nee, sorry. Also der Film war bis dahin eigentlich nur egal, nichts Schlimmes. Aber dank des Endes ist es so eine Einladung zum Kopfschütteln, weil dieses Ende sorgt wirklich dafür, dass dieser Film, der bis dahin, ich würde sagen, unterdurchschnittlich, aber mehr so Richtung durchschnittlich so geschielt hat, wirklich nochmal abfällt, weil man sich, also ich zumindest, kam mir komplett verarscht vor. Das war ein billiger, unnötiger und fauler Twist. Ich möchte auf 2 runtergehen, weil mir ist das auch so dermaßen aufgestoßen. Also nicht nur die Eltern wurden richtig verarscht, man selber kommt sich als Zuschauer in dem Moment richtig derbe verarscht vor und denkt sich, ey, was sollte der Scheiß denn jetzt? So einen Gag kannst du in einer 30-minütigen Geschichten aus der Gruftfolge bringen, da ist dann auch die Fallhöhe nicht so tief, da rechnest du damit, verarscht zu werden. Hier ist es halt wirklich, boah, echt jetzt. Es fehlt dir nur noch, dass am Schluss dann Jonathan Frakes da steht und ist diese Geschichte wahr? Oder haben wir den Bären aufgeboten? Ja, sogar ein dummer Wortwitz vom Cryptkeeper hätte das Ganze ein bisschen besser abgerundet, aber so, oh Gott. Ja, wirklich, also das ist so ein Paradebeispiel. Man sagt ja immer, ein Film ist Teil, also ist als Ganzes zu sehen. Aber manchmal gibt es halt einfach so Entscheidungen von Filmemachern, wo man sich echt fragt, was ist mit denen denn abgegangen? Wer hat dieses Ende durchgewunken? Ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, nach dem Ende war mir schon irgendwie klar, warum Blumhouse den Film irgendwie loswerden möchte. Also, ich meine, gut, Blumhouse, ich bin ja jetzt keiner derjenigen, der sagt, Blumhouse macht nur Scheiße. Die haben durchaus ein paar richtig tolle Sachen in ihrem Portfolio, aber die haben auch viel, ja, Murks dabei, seien wir ehrlich. Aber Belay... Death Day zum Beispiel. Ja, Belay ist halt wirklich so, weiß nicht, damit sind sie in neue Sphären vorgedrungen. Ja. Weil sie es wirklich geschafft haben, ich sag mal so, durchschnittlichen, nicht besonders empfehlenswerten Film wirklich mit einer Sekunde wirklich komplett so zack, komplett zu vernichten. Muss man auch erstmal hinbekommen. Ich sag mal, in den letzten 30 Sekunden, es gibt ja danach noch so ein kurzes Nachspiel, wie sie sich alle heulend in den Armen liegen. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Die ganze Polizei ist im Aufruhr, die Nachbarschaft ist in Aufruhr, weil deine beste Freundin mit ihrem Freund darum knutschen wollte. Hast du super gemacht. Ja, das ist, ach. Und einen Mord habt ihr jetzt auch noch auf dem Gewissen. Ja, super. Danke, Brittany. Ja, danke, Brittany. Ah, okay. Wobei, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es cool gefunden, wenn der Film da noch eine halbe Stunde länger gegangen wäre, um wir einfach nur sehen, was passiert. Oder wenn dann die Eltern auf einmal Kayla belügen müssen und dann den Mord vertuschen. Ja, das ist... Okay, Patrick, ich glaube, wir haben alles gesagt zu Delay. Ja. Furchtbar. Wir haben unser Fazit gemacht, wir haben unseren Spoilerbereich gemacht. Ich habe dich einmal Patrick genannt. Das ist schon mal gut. Das heißt, da habe ich auch Fortschritte gemacht. Ich finde, der Film okay, aber ich finde, mit unserer Leistung können wir heute zufrieden sein. Ja, unsere Leistung hatte gerade was Therapeutisches. Also für alle, die den Film aus Versehen gesehen haben und danach unseren Podcasts vielleicht gehört haben, vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen zufriedener, dass nicht nur ihr den scheiße fandet. Beziehungsweise
enttäuschend. Ja. Sagen wir nicht scheiße, sagen wir enttäuschend oder genervt. Ja. Und zum Abschluss dieses Podcasts noch ein kleiner Plot-Twist. Ich wusste eigentlich schon längst, dass du Patrick heißt. So. Oh, oh. Ja, ja. Perfide. Der Perfide, genau, okay. Gut, dann verabschiede ich mich. Ich danke dir, lieber Patrick, für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Podcasts des Telestammtischs. Ich sage tschüss und überlasse dir das letzte Wort. Ja, bis demnächst und wahrscheinlich noch zu ein paar weiteren Besprechungen zu diesem Blumhouse-Anthologie-Serie. Ich bin mal gespannt, in wie vielen wir davon noch zu hören sind. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Hier ist der Telestammtisch mit einer weiteren Besprechung. Und zwar dieses Mal ein Dokumentarfilm mit dem Namen Unser Boden, unser Erbe. Es ist ein Dokumentarfilm von Marc Uhlig aus dem Jahre 2019. Hier aus Deutschland, der Kinostart ist am 8.10.2020. Der Film ist 71 Minuten lang und ab 0 Jahren freigegeben. Der Inhalt, der ist relativ schnell wiedergegeben. Es geht also um unseren Boden, um den landwirtschaftlichen Boden. Und wie schon in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch noch in den nächsten dort ja sehr starker Raubbau betrieben wurde, vor allem durch die konventionelle Landwirtschaft und wie dem Ganzen entgegengewirkt werden kann. Ich bin Steven vom Podcast Steven Spoilberg und habe heute an meiner Seite die liebe Janine. Hallo Janine. Hallo Steven, ich freue mich sehr, heute wieder mal dabei zu sein beim Telestammtisch und diesen wunderbaren Film zu besprechen mit dir. Genau, ich habe es ja schon gesagt, es ist also eine Dokumentation über die Landwirtschaft und den Boden. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, und ich schaue ja schon relativ viele Dokumentationen, und da gibt es also zwei Formate, entweder es gibt einen Sprecher, der einen durch den Film führt, oder das Ganze wird halt so getragen. Und hier ist mir gleich aufgefallen, dass ja eigentlich von mir immer der geliebte Sprecher fehlt. Hat dich das gestört? So, nö, hat mich eigentlich überhaupt gar nicht gestört. Also ich komme ja eher aus der visuellen Kunst sozusagen und ja. Ich wurde sofort abgeholt über die super ästhetischen Bilder am Eingang. Also beim Start des Filmes, in den unterschiedlichen Maßstäben, für mich waren die super ästhetisch, dass ich mich darüber erstmal so gefreut habe, dass mir das nicht mehr aufgefallen ist. Ah, okay. Mir ist es wie gesagt aufgefallen, aber ich sehe das ähnlich wie du. Die haben das hier tatsächlich ganz gut gemanagt, dass man auch ja sehr gut mitgekommen ist, obwohl man nicht irgendwie an die Hand genommen werden musste. Und diese einzelnen Bilder, die dann dort gezeigt wurden, das sind ja unterschiedliche Akteure aus der Landwirtschaft gewesen, die dann zu Wort gekommen sind. Und die Problematik des Raubbaus oder des Abbaus des Bodens halt beschrieben haben. Wie fandest du denn jetzt generell, und eigentlich hast du die Frage ja eben schon beantwortet, aber vielleicht kannst du es ja nochmal ein bisschen vertiefen, wie fandst du denn den Einstieg in die Thematik? Wurdest du gut abgeholt? Haben die das gut gemacht? Haben die es gut erklärt? Wie fandest du? Naja, so richtig erklärt fand ich, haben sie es nicht. Also wie gesagt, ich wurde eben über diese Bilder erstmal abgeholt und relativ schnell kommt ja Sarah Wiener ins Bild, ne, die bekannt ist für ihre biologische Küche und für ihr Restaurant, was sie hatte hier in Berlin am Hamburger Bahnhof. Und das hat mich erstmal irritiert und hab mich gefragt, warum ist sie denn jetzt hier Hauptakteurin mitunter, und fand es erstmal irritant, aber also es ja, stellte sich relativ schnell dar, dass sie einer von vielen ist oder eine Akteurin von vielen und dass jeder seine Expertise innerhalb dieses Themas eben hat. Da gab es eben auch Geografen, also Experten aus der Permakultur, Landwirte aus dem konventionellen Anbau, aber auch aus dem biologischen Anbau. Und was auch interessant war, war, dass der Politiker Weizsäcker auch Teil davon war. Ja, der hat ja sehr, sehr drastische Worte auch gefunden für die ganze Problematik und hat es halt auf den Punkt gebracht, dass da auf jeden Fall was passieren muss in Zukunft, damit wir halt auch in
ja, spätestens 60 Jahren. Das ist so die krasseste Deadline, die irgendwie gesetzt wurde, unsere Böden auch weiter Ertrag für uns abwerfen. Ne? Denn wir gehen ja letzten Endes, also die Endkonsumenten gehen ja nur in den Supermarkt oder in den Discounter, auf den Markt oder vielleicht im besten Falle direkt zum Bauern auf dem Hofmarkt und nehmen sich dann das, was sie brauchen. Aber dass halt das eventuell bald ausbleibt und wir da vor großen Problemen stehen, das wissen die meisten nicht. Und genau das ist ja das Anliegen des Films. Und ich finde, nachdem dieser kleine holprige Start da war, denn ich habe das nämlich genauso empfunden, liegt allerdings bei mir auch an einer sehr starken persönlichen Abneigung gegenüber Sarah Wiener. Da musste ich erstmal schlucken, als ich die gute Dame sah. Aber nichtsdestotrotz hat man dann doch relativ schnell auch durch die Bauern, die dann zu Wort kommen, reingefunden in die Thematik. Und die haben auch einen sehr großen Fokus darauf gelegt, halt die Problematik an sich zu erklären. So dass man also, ja, ich fand so nach der Hälfte des Films oder nach zwei Dritteln schon auf einem ganz guten Stand war, wo denn jetzt das Problem ist und dass das halt so nicht weitergehen kann. Ja, und was ich auch eigentlich ganz schön fand, war, dass man als Laie, ne, Städter sozusagen, ich komme ja hier aus Berlin, aus Städter einen guten Einblick bekommt, wie unterschiedlich jetzt der biologische oder der konventionelle Anbau ist. Zur Permakultur wird jetzt nicht so viel erzählt, aber man kriegt da auf jeden Fall einen sehr schönen Einblick von einem der Hauptakteure, der viel begleitet wird in seiner Arbeit auf dem Feld und der da auch mit so einer Leidenschaft darüber spricht, dass man ihm total abnimmt, dass der wirklich mit Herz und Blut Landwirt ist und Landwirt vom biologischen Anbau. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, was du vorhin privat auch schon erwähnt hast, ist, dass so Tendenzen, die es eigentlich schon auch im Städtischen gibt, gar nicht erwähnt werden. Wie zum Beispiel, dass es Urban Farming gibt. Oder also hier in Berlin zum Beispiel gibt es wirklich fast eine Mode, dass jeder Zweite hat seinen privaten Garten oder auf dem Tempelhofer Feld auch so ein Hochbeet, wo er oder sie dann ihr Gemüse oder ihre Pflanzen anbauen. Das wird so gar nicht zur Sprache gebracht, sondern so von so einem klassischen Bild ausgegangen, dass es eben, ne, die Agrarwirtschaft gibt und am Ende steht der Konsument, der keine Ahnung hat. Also, und das finde ich ein bisschen extrem dargestellt. Ja, also mir haben letzten Endes auch so ein bisschen die Alternativen einfach gefehlt. Es wird zwar gerade zum Ende des Films nochmal ein bisschen auch auf die solidarische Landwirtschaft eingegangen. Das ist ja vor allem deswegen ein interessantes Konzept, weil es halt sich den Marktregeln entzieht. Ja, und das ist ja bei sowohl der konventionellen als auch der Bio-Wirtschaft halt nicht der Fall. Und da haben sie auf jeden Fall eine Alternative aufgezeigt. Aber mir fehlte so ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus. Und das finde ich schade, vor allem, weil der Film ja, der ist ja schon relativ kurz mit seinen knapp über 70 Minuten. Da hätte man also durchaus noch einen größeren Wert drauf legen können. Aber du hattest es ja schon erwähnt, der Marc Uhlig ist ja selbst Landwirt und dementsprechend kann man es ihm ja kaum nachsehen, dass er da natürlich ein bisschen Selbstinteressen hat, auch noch lange weiter wirtschaften zu können und da ein bisschen den Fokus drauf legt. Aber ja, Ausgewogenheit ist, finde ich, in der Doku schon immer ganz wichtig und das fehlt mir hier. Ja, weil um noch mal was Positives zu sagen, was ich wirklich ganz schön fand, war, dass dieser ganze Film immer wieder so mit Fakten, Statistiken unterlegt wird. Einerseits wirklich über Text, wie zum Beispiel, die Erde benötigt also 2000 Jahre, um 10 Zentimeter fruchtbaren Boden herzustellen, als Beispiel. Oder so und so viel Hektar fruchtbarer Boden wurde bebaut, um der Wohnungskrise entgegenzuwirken. Und dann gleichzeitig wird aber durch diese Bilder und durch diese Begleitung der Landwirte wirklich deutlich, was der Klimawandel für die Landwirtschaft bringt. Also, ne, welche Auswirkungen der Klimawandel hat, diese starken Regenschauer und die hohen Hitzewellen und dass darauf wirklich reagiert werden muss, das macht der Film sehr schön deutlich. Und ich fand auch, dass dieser Film mich erinnert hat an diese Trilogie aus den 80ern, Koyaanis Katsi, weil es eben auch so Filmszenen zwischendurch gibt, die also diese Technisierung und die immer werdende oder immer größer wachsende Bevölkerung, Weltbevölkerung, dass das mich wirklich schön daran erinnert hat. Und
mir eigentlich auch wieder diesen Film vor Augen geführt hat. Das war ganz schön. Ja, also da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Das war ein positiver Aspekt. Und ein weiterer, der mir halt auch aufgefallen ist, also der mich irgendwie abgeholt hat, ist halt eigentlich so eine Vermittlung von so einem, eigentlich so ein Common-Sense-Ding, wenn man mal drüber nachdenkt, aber trotzdem ist es vielen Leuten nicht bewusst. Also die Landwirte, die müssen jetzt zum Beispiel zur Aufarbeitung des Bodens halt wirklich viel leisten, oder müssten sie rein theoretisch, damit sie den länger bestellen können. Aber das sieht man halt im Endprodukt nicht. Ja, das heißt, wir gehen in den Supermarkt oder wo auch immer hin, nehmen die Paprika und sehen halt nur das Produkt, aber wissen ja gar nicht, was dort vorher eigentlich alles für gemacht werden müsste. Und da hat jetzt der Landwirt zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, das liegt ihm am Herzen und er hat wo auch immer her das Geld, um das halt entsprechend aufzubauen und für Langfristigkeit zu sorgen. Oder er sagt, naja, er muss halt wirtschaftlich überleben und scheiß auf den Boden und er macht halt so weiter wie immer. Und das ist halt wichtig, dass das in die Köpfe der Menschen kommt, und das vermittelt der Film vor allem zum Ende hin sehr gut. Also das hat mir gefallen, dass diese Botschaft halt nochmal auch als direkter Aufruf an die Menschen halt mit rausgegeben wird, weil wir sind ja mit Teil des Problems. Ja, da stimme ich dir total zu. Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, dass es wirklich so ein Plädoyer für die Landwirtschaft ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ich wurde erreicht, also durch diese ganze Struktur des Films mit eben dieser hautnahen Begleitung der Landwirte in ihrer Arbeit, über die Fakten und Statistiken und auch über solche Aussagen von den Hauptakteuren. Und auch über künstlerische Strategien, die ihm auch in dem Film eingebettet waren, von einem Künstlerkollektiv zum Beispiel, wie die diese Thematik im öffentlichen Raum zeigen und deutlich machen. Also es war schon ein schöner Rundumschlag, um als Laie und Konsument da auch abgeholt zu werden oder vielleicht auch, ne, so eine Aufmerksamkeit darauf zu legen, wie konsumiere ich denn jetzt eigentlich? Also, sich das mal selber zu fragen, das ist schon ganz schön gemacht, fand ich. Ja, also er hat auf jeden Fall sehr viele positive Aspekte gehabt. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden. So eine Sache, die mir noch ein bisschen negativ aufgestoßen ist, es wirkt alles so ein bisschen wie so ein kleiner Werbefilm für den Demeter biologisch dynamischen Anbau. Also das wird irgendwie so als das absolute Nonplusultra dargestellt, und ich habe mich zumindest auch mal teilweise damit beschäftigt und finde halt, dass das auch nicht ganz unproblematisch ist, vor allem die Philosophie, die so dahinter steht, da kann ja jeder selbst auch mal nachschauen und ein bisschen nachlesen, und es gibt halt auch dazu noch Alternativen. Und das hat mich dann auch wieder gestört. Also ausgewogen, finde ich, ist der Film nicht. Aber er hat trotzdem eine sehr wichtige Botschaft, und die schafft er zu übermitteln. Und deswegen finde ich ihn insgesamt sehr gelungen. Ja, das stimmt. Also ja, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, so Permakultur oder Urban Gardening oder andere Ansätze fehlen auf jeden Fall in dem Film. Ja, also eigentlich gibt es da gar nicht mehr so viel zu sagen von meiner Seite. Ich fand den schon gelungen, so in dieser Vielschichtigkeit und mit den Fakten und so weiter. Und würde schon auch empfehlen, sich den anzuschauen. Vor allen Dingen im Kino wird der bestimmt sehr eindrücklich sein, weil eben die Bilder so wunderschön sind, so mega ästhetisch. Und würde dem Film von 1 von 5 Punkten, da würde ich ihm 3,5 geben. Also 3,5 kaputte Böden von 5. Genau. Ja, da sind wir tatsächlich genau auf einer Ebene. Auch ich habe mich für 3,5 kaputte Böden, oder ich hoffe natürlich in Zukunft fruchtbare, heile und gesunde Böden, entschieden. Aufgrund der Aspekte, die ich ja eben schon mal zusammengefasst habe. Ich denke, jeder, der sich für eine tragbare Zukunft interessiert, der kann sich diesen Film auf jeden Fall anschauen. Hat eine sehr wichtige Botschaft, und die sollte man sich geben. Ja. Ja, genau. Würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich hoffe, wir konnten den Film euch ein wenig schmackhaft machen. Ich danke dir, Janine, dass du das heute mit mir gemacht hast. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir auch, Steven, und viel Spaß beim Anschauen. Tschüss. Ciao.